Hallo, wir sind heute in Windisch-Eschenbach. Die Stadt bezeichnet sich selber als Hauptstadt des Zeugebiers und dieses Bier ist immaterielles Kulturerbe von Deutschland und Bayern. Ich als Fränkin, klar, Bier kenne ich, aber Zeuge war mir jetzt nicht wirklich ein Begriff. Deshalb möchte ich heute mal herausfinden, was denn dieses Zeugebier überhaupt ist und warum die Windisch-Eschenbacher darauf so stolz sind. Kommt doch einfach mal mit! Hier oben seht ihr den Zeugestern. Dieser Stern zeigt an, dass hier heute Zeugel ausgeschenkt wird. Aber ich glaube, über diese ganze Tradition kann uns Reinhard Fütterer ein bisschen mehr erzählen. Hauptberuflich ist er eigentlich Kaminkehrer, aber einmal im Monat schenkt er an seinem Schafferhof Zeugel aus. Ja, mal gucken, was er uns so zeigen kann. Zum Wohle. Oh, ja, stimmt alles. Stimmt ja, passt alles? Ja, ja, ja. Gibt's da was zu beachten? Na, passt alles wunderbar. Okay, schöner Schaum. Mhm. Und was ist jetzt so das Besondere an diesem Bier hier? Der Zeugel ist nicht nur als Bier was Besonderes, also dass er praktisch noch unfiltriert, nicht pasteurisiert, ausgeschenkt wird und im Kommunbrauhaus gebraut wird, am Haus vergoren wird und eben direkt vom Lagertank ausgeschenkt wird, sondern der Zeugel ist natürlich eine uralte Tradition, der was er nicht mehr so oft gibt. Die Zeugelgäste, deswegen mache ich es eigentlich übrigens so gern, also Zeugel wird, weil es wirklich zu, ich sag mal, über 99% lauter nette, entspannte Leute sind. Ohne Altersunterschied, ohne Standesunterschied sitzt man da beieinander und ratscht über Gott und die Welt. Das sind alle gleich vom Zeug und das ist das wirklich Schöne dran. Ich habe jetzt heute am Eingang gesehen, da hängt jetzt immer so ein Stern. Den sieht man jetzt überall auch in Windisch-Eschenbach, Neuhaus. Ja, genau. Was bedeutet der denn? Der Zeugestern ist ein altes Bierbrauerzeichen. Man kann sich das so leicht merken, die einzelnen Zacken, sag ich jetzt einmal. Das sind einmal die Elemente, also Erde, Feuer, Luft und dann die Inhaltsstoffe. Das ist Hopfen, Wasser und Malz, weil die Hefe ja damals jetzt nicht so bekannt war, sag ich jetzt einmal. Auch die Apotheker haben ja, oder Zimmermänner oder was auch immer, die haben ja alle eben ihre Zeichen und so ist eben mit den Bierbrauer auch. Was ist denn jetzt hier noch so besonders in Windisch-Eschenbach? Ich habe jetzt gelesen, ich meine, hier gibt es eine Burg und Zeuge. Gibt es irgendwie noch irgendwas, was besonders für die Stadt ist? Also, wenn ich ehrlich bin, eigentlich reicht es. Das reicht, es ist wie mit dem Zeuge auch, es reicht ein Produkt, wenn das gut ist. Ich brauche nicht 5 Biersorten. Wenn das eine, was ich habe, gut ist. Und in Windisch-Eschenbach reicht es eigentlich auch, wenn wir ein Zeugel haben. Aber es gibt natürlich noch andere Sachen. Man hat die kontinentale Tiefbohrung mit 9001 Meter oder 101 Meter. Und dann haben wir natürlich nur das wunderbare Waldnabtal. Da geht mir jedes Mal wieder das Herz auf. Obwohl, dass ich ja hier wohne, bin ich trotzdem sehr, sehr oft im Waldnabtal. Ich will nicht alles verraten, es soll ja noch ein paar Geheimnisse geben, die die Leute dann noch selber entdecken können. Das heißt, die Leute sollen hier relativ früh anreisen, mal gucken, was sie für Geheimnisse finden, genau. Und dann geht's in die Zeugelwirtschaft. Und vielleicht liegt das größte Geheimnis im Zeugel. Man weiß es nicht. Nimm noch mal einen Schluck, ja, das Geheimnis. Zum Wohle. Hallo. Wir sind der Anders Ruppe. Ja. Und dem wurde mir schon sehr viel erzählt. Bekannter Hund hier in Windisch-Eschenbach. Sehr gestoßen erstmal an. Ja, Prost, freut mich. Wie du es gehört. Ich bin der Hannes Rupprecht und komme hier aus Windisch-Eschenbach, also eigentlich aus der Oberbarmühle, liegt etwas außerhalb und betreibt dort ein kleines Sägewerk. Und als Hobby mache ich eben Schauspielerei, ein bisschen Autor auch, habe schon eigene Stücke geschrieben, die wir hier dann auf der Burg, in diesem wunderschönen Burghof zur Aufführung bringen. Und ich hoffe, dass nach Corona das dann wieder weitergeht. Wir kennen ja sehr viele Märchen, Sagen und Mythen rund um Windisch-Eschenbach. Was ist denn eine, die Sie uns nicht vorenthalten wollen? Also wenn man hier den Neuhauser Berg runterfährt, dann fährt man durch die Bahn durch. Das ist so eine kleine Unterführung. Das sogenannte Mauseloch wird in Windisch-Eschenbach betitelt.
Ja, und hinter dieser Bahnunterführung, also wo beim Ausgang Richtung Windischeschenbach steht, auf der rechten Seite ein Betonklotz, ein großer Betonklotz, der wurde in den 70er Jahren errichtet. Hier wird es das sogenannte Wörner-Denkmal geheißen. Es war in Zeiten des Kalten Krieges. Der Otti, ein Glaskünstler, hat auf dieses Denkmal, dieses sogenannte Wörner-Denkmal, dann einen Friedensengel, sehr schön aufs Glas draufgestellt, der jetzt da noch oben steht, ist so ein bisschen abstrakt, drei Flügel auf Glas. Und ich habe gedacht, mal auch was, habe ein Gedicht dazu gemacht und das heißt der Kalte Krieg oder wenn der Russ kommt. Da drunter auf der Neuhauser Bruck, da steht der Kalte Krieg. Der Kalte Krieg ist aus Beton, der macht den Russen scheich. Weil wenn der Russ mit Panzer kommt, dann kommt er von Neuhaus, dann schmeißen wir den Pfosten oben, dann ist der Krieg gleich aus. Der Russ kann nicht mehr weiterfahren, kann bloß noch umstehen und wenn der Russ lang umsteht, wird er am Zeugel gehen. Und wenn der Russ am Zeugel geht, das sagt der Zeugelwirt, dann hat er bald einen Blätterer und findet einen Panzer nicht. Und wenn der Russ keinen Panzer hat, dann geht der wieder heim. Und bis der heim auf Russland kommt, hauen wir den Panzer zusammen. Und wenn der Russ dann wiederkommt, dann ist der Panzer weg, so wird der Sieg wohl unser sein. Der Russ hat einen Träg. So ist sie gewesen, die Strategie für den Winter und für den Sommer. Im Frühling hat es auch funktioniert, doch ist der Russ nicht gekommen. Heinz steht der Friedensengeldrum aus purpurrotem Glas. Wenn die Sonne scheint, dann schumpert er, wenn es rennt, dann wird er los. Und wenn der Russ heint kommen darf und dann den Engel sieht, dann weiß er gleich, dass Frieden ist und dass mit Krieg nichts wird. Dann sagt der Russ, ja, das ist schön. Jetzt kann ich gleich am Zeugel gehen. Also, Prost! Ja, hinter mir sieht man jetzt diesen berühmt-berüchtigten Betonklotz, worüber Hannes Ruprecht sogar ein Gedicht geschrieben hat. Aber wir haben ja gemerkt, Windisch-Eschenbach bzw. Neuhaus hat noch mehr zu bieten, außer Betonklötze, zum Beispiel Zeugelbier. Und Zeugel ist nicht nur Bier, sondern auch Emotionen und Zusammensitzen. Bleibt gespannt auf weitere Folgen von Echt Oberpfalz.